Ich bin eine kleine Idee weiter vorgestartet. Aber hier wieder an der Stelle finde ich gut. Aber ich glaube, ich habe auch eine gute Möglichkeit gesucht, um eine Pause zu machen. Und mein Mikrofon ist nicht richtig eingestellt und es ist ganz schön laut. Ich mache mir das mal ein bisschen leiser. Und jetzt gehe ich weiter. Ups. Androiden haben hier keinen Zutritt. Der gehört zu mir. Du sagst nichts, du fasst nichts an und du stehst mir nicht im Weg. Kapiert? Verstanden. Klar. Guten Abend, Tank. Hallo. Wir dachten schon, du tauchst nicht mehr auf. Ja, das war der Plan, bis dieses Arschloch aufgetaucht ist. So, du hast jetzt einen Androiden. Oh, sehr witzig. Sag mir einfach, was ist passiert? Gegen 8 hat der Vermieter... Oh, die Musik ist aber sehr laut. Er dachte, er sieht mal nach. Warte mal ganz kurz. Ich gehe mal in die Option, ob ich die Audio-Einstellung ändern kann. Nein, kann ich nicht. Und da fand er die Leiche. Eine Leiche? Schön. Aber das hatten wir gestern noch gehört. Oder letztes Mal. War noch schlimmer mit geschlossenen Fenstern. Das Opfer heißt Carlos Ortiz. Er ist vorbestraft wegen Diebstahl und schwerer Körperverletzung. Seinen Nachbarn zufolge war er ein Einzelgänger. Blieb meistens in der Wohnung, ließ sich nur selten blicken. Bei dem Zustand hätte man nicht alle Mitglieder zusammentrommeln müssen. Morgen früh hätte auch gereicht. Kann ich jetzt wieder umschalten? Schätze, jetzt kann ich wieder umschalten. Er liegt schon knapp 3 Wochen da. Der Rechtsmediziner wird das klären. Da drüben liegt ein Küchenmesser. Vermutlich die Mordwaffe. Anzeichen für einen Einbruch? Nein. Der Vermieter sagt, die Tür war von innen fest verschlossen. Alle Fenster waren verrammelt. Der Killer muss hinten raus sein. Was wissen wir über seinen Androiden? Nicht viel. Die Nachbarn wissen, dass er einen hatte, aber er ist nicht hier gewesen. Ich brauche mal frische Luft. Fühl dich wie zu Hause. Ich bin draußen, wenn du mich brauchst. Ah, das rote Zeug. Was auch bei Todd rumliegt. Aceton Lithium Red Ice heißt das. Red Ice. Opfer nahm Drogen. Ah, ich ahne was. Hier ist ein Messer. Ach so, falsch. Keine Fingerabdrücke. Androiden beteiligt. Haben die eine Sensormatik auf der Zunge? Oh Scheiße, was zur Hölle machst du da? Ich analysiere das Blut. Ich kann Proben in Echtzeit prüfen. Tut mir leid. Ich hätte sie warnen sollen. Okay, nur nimm keine Beweise mehr in den Mund, verstanden? Verstanden. Verflucht, ich glaub das alles nicht. DNS-Analyse, Ort des Carlos, Alter der Probe 19 Tage. Getrocknetes Blut, auch von ihm. Da sind noch Buchstaben 2. Buchstaben sind perfekt. Viel zu sauber, kein Mensch kann so schreiben. Chris, ist das da das Blut des Opfers? Komm, besuch uns, Eden Club. Aha. Ja, ich denke... Da war noch denke was. Schon. Wir nehmen Proben für die Analyse. Das ist eine Bude. Weiter. Jetzt geht's da hinten weiter. Hier habe ich alles, so wie es ausschaut. Eis. Unser Freund Carlos hat gerne gefeiert. Chris, ich will eine komplette Analyse der Drogen. Noch mehr Blut an dem Türding? Wird erledigt, Lieutenant. Ah, und die Tür da. Gitter. Ich kann mich hier nur umgucken. Ah, da.
Das sind Fußspuren. Modell K52PD. Die Tür war verschlossen. Der Killer muss hier raus sein. Es gibt keine Fußspuren, außer die von Officer Collins, Schuhgröße 10. Das ist vor Wochen passiert. Das heißt, die Spuren könnten weg sein. Nein. Auf diesem Boden hätten sich Spuren gehalten. Hier draußen war schon sehr lange keiner mehr. Der ist nicht auf diesem Weg entkommen. Hier ist nichts weiter. Aber hier hinter uns, gleich hinter uns. Ja, das war's. Wieder Blut? Wo hat er überall sein Blut verteilt? Stuhl. Daten werden verarbeitet. Fingerabdrücke. Übereinstimmung mit Ortes. Ich hätte den... Das geht zu schnell! Ich will das lesen! Hä? Na endlich mal. In Ruhe eine Analyse. Heftige Aufprallspuren von Thyrium. Das ist in dem Red Eis drin, glaube ich, ne? Oder? Fingerabdrücke. Ortis Carlos, Vorstrafen, Diebstahl und schwere Körperverletzung. Aha. Abweichler nahm ein Messer. So. Der hat sich mit seinem Abweichler wurde angegriffen. Emotionaler Schock. Der hat seinen Androiden angegriffen und geschlagen. Und der hat sich bloß verteidigt. Was er dann natürlich nicht darf. Glaube ich. Aha. Hier sind aber noch mehr. Eine haben wir noch. Warte mal, ich guck noch mal. 8 von 10. Ich habe hier aber nur noch eine. Was ist... Halt hier. Was sehe ich hier? Was, Okay. Hier ist noch was. Da ist die Jalouse verbogen, ja, das habe ich gesehen. Ach, das Opfer sollen wir dann noch untersuchen. Okay. Offizielles Sex mit Androiden ist besser. Sorry, Ladies, aber es geht nicht über Plastik. Das Ergebnis unserer Umfrage macht es offiziell. 68% der Männer haben lieber Sex mit Androiden als mit einer echten Frau. 52% Männer gaben an, dass sie die Erfahrung mindestens einmal ausprobiert haben. Offenbar liegt eine Menge Androidenliebe in der Luft. Es wurden diverse Gründe angegeben, aber wir glauben, den wahren Grund zu kennen. Androiden wollen hinterher nicht über ihre Gefühle reden. Tja. Und dieser Bericht wurde natürlich gesponsert von Edens Club. Untersuche das Opfer. Hä? Ach, nun geh doch mal. Jetzt. Ich dachte, das wäre jetzt ein Beweisstück, aber nein. Ich denke mal, oder ich hoffe mal, dass wir die anderen... Na los, Leute, macht mal hin, wir wollen ja nicht übernachten. Keine Sorge, hier will niemand... Anderen Dinge, ja, die anderen zwei finden wir beim Opfer. I am alive... Cyberlife Sans. Ich lebe. Hast du es gesehen? Im Badezimmer ist noch was Seltsames. Da waren wir noch nicht. Huch! Übereinstimmung in der Datenbank. Ort des Carlos. Vorstrafen Diebstahl und schwere Körperverletzung. Ja, das wissen wir schon. Boah.
Innere Blutung, 28 Messerstiche, vor mehr als 19 Tagen verstorben. Aceton, Lithium, Thiium, Tulol, Salzsäure. Das ist das Red Ice. Und was ist das? Ach, das ist er. 130 Kilo. Geil. Hier liegt noch was. Opfer stürzte hier. Die Flaschen, ja. Die Müll und die Unordnung. Da hat er Blut verloren. Opfer wurde erstochen. Sie kamen aus der Küche, ja. Da hat er mehrfach auf ihn eingestochen. Er hat Stichwunden. 28 Stück. Ja. Der Killer hat es echt auf ihn abgesehen. Sie sagten noch was vom Badezimmer. Ich will noch mal gucken. Da steht auch noch 9 von 10. Das Badezimmer ist bestimmt hier runter. Wir gehen mal hier rein. Mal gucken, was hier ist. Aha. Was ist da los? Zwanghaftes Schreiben. Hä? Religiöse Opfergabe? Was soll? War das der Androide? So, wir haben aber wenigstens alle Beweise. Wir gehen jetzt mal zu unserem Boss. Einmal hier rum, ganz elegant. Ja, und einmal hier rum. Und wo ist denn unser Freund? Da. Ich bin da. Lieutenant, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Ach ja? Los, ich bin ganz Ohr. Alles begann in der Küche. Hier gibt es eindeutige Kampfspuren. Die Frage ist nur, was genau hier passiert ist. Das Opfer griff den Androiden an. Mit dem Schläger. Das passt zu den Beweisen. Weitermachen. Der Androide stach auf das Opfer ein. Der Android stach auf das Opfer ein. Dann hat der Android also versucht, sich zu verteidigen, ja? Und was geschah dann? Das Opfer floh dann ins Wohnzimmer. Ins Wohnzimmer. Oh ja, das mit dem Stuhl hatte ich gar nicht gesehen. Man muss genau aufpassen. Dem Androiden entkommen. Das macht irgendwie Sinn. Der Android tötete das Opfer. Mit dem Messer. Okay. Deine Geschichte ist nicht völlig abwegig. Aber sie sagt uns nicht, wo der Android hin ist. Der Schläger beschädigte ihn und er verlor Thirium. Er verlor was? Thirium. Sie nennen es blaues Blut. Die Antriebsflüssigkeit für Android-Biokomponenten. Ach so. Sie verflüchtigt sich nach ein paar Stunden und ist dann für das Auge unsichtbar. Aber ich wette, du kannst es noch sehen, oder? Korrekt. Ja. Aha, R2. Suche nach blauen... Oh ja, hier, guck mal hier. Oh, wie mich das an Heavy Rain erinnert.
Und regnen tut's ja auch. Ich kann mich nicht bewegen. Jetzt. Leiter wurde benutzt. Aha. Spuren führen auf den Dachboden. Im Vorhang ist nichts. Ah, ich kann mich bewegen. Finde etwas zum Klettern. Da ist nur die Zeitung. Ich soll etwas zum Klettern finden. So, ein Stuhl. Dreh dich. Ja. Was hast du mit dem Stuhl vor? Ich will etwas überprüfen. Oh. Dann überprüf mal schön. Die Leiter hat er mit hochgenommen. Durchsuchen Sie das Dach. Was ist das da? Ist hier noch irgendwas, was ich hier übersehen haben könnte? Dachboden geöffnet. Na gut. Es ist ja ziemlich offensichtlich. Wir werden ihn gleich finden. Nehme ich mal. Nee, das ist nur eine olle Puppe. Hier sind aber keine... Aha, hier, guck mal, hier ist überall Blut. Da hinten. Auf dem Stuhl. Auf dem Stuhl. Da! Da, ich hab's doch gewusst. Ah, jetzt juckt mir der Kopf. Kann ich irgendwas machen? Er lebt also noch. Ja, ich sag mit Absicht Leben dazu, weil ich finde, das ist schon... Kann man schon machen. Da blitzt es kurz rot auf. Ach, das ist sein Kreis da an der Seite, der ist immer noch rot. Abweicher lokalisiert. Ich habe mich nur verteidigt. Er wollte mich umbringen. Ich bitte dich. Verrat mich nicht. Connor, was zum Teufel ist denn da oben los? Er ist hier, Lieutenant! Ach du Scheiße! Chris! Ben! Schwingt sofort eure Ärsche hier ein! Na los! Abweichler gefunden. Eine Trophäe. Ja, okay. Hier waren noch einige andere Sachen machbar. In den Hinterhof analysieren, den Hinterhof nicht analysieren wahrscheinlich. Ich nehme es mal ganz stark an. Haben aber die allermeisten gemacht, wenn das ist ja alles über 90% hier. Ihm noch einen Drink holen, haben fast alle gemacht. ja. War ja auch irgendwo klar, dass das so funktioniert, finde ich. So.
Wir machen mal weiter. 5. November immer noch. Ach, jetzt sind wir bei Todd. Oh, da ahne ich nichts Gutes bei unserem Freund Todd. Ich denke mal, die olle Pfeife ist, das olle Zeug macht extrem abhängig. Und Papa muss erst einen Zug nehmen. Tut mir wirklich leid. Hier muss ich hin, in die Mitte, jetzt. Schalte das Licht an. Bediene Alice und Todd. Schon lustig. Mein Job hat jetzt ein Android. Und als ich jemanden für diese scheiß Hausarbeit brauche, was tue ich? Ich kaufe mir einen verdammten Androiden. Was für ein Witz. Klar, Androiden sind ja so scheiß großartig. Sie versagen nie, sind nie müde, nie traurig. Sie sind so perfekt. Sie haben mein Leben versaut. Was glotzt du so? Was ist dein Scheißproblem? Nicht gerade ein Traum hier, was? Glaubst du vielleicht, das ist einfach? Glaubst du vielleicht, ich bin schuld, dass wir in diesem Dreckloch leben? Ich bin schuld, dass deine Mutter abgehauen ist? Hör auf mit den Drogen, Todd. Manchmal machst du mir echt Angst, Todd. Die Scheißschlampe ist einfach abgehauen. Diese verfluchte Hure hat mich wegen einem beschissenen Buch einfach verlassen. Alles deine Schuld. Daddy, nein. Es ist alles deine Schuld. Was ist das für ein Arsch? Komm wieder her. Komm sofort hierher. Was ist das für ein Arschloch? Du hast Schuld, weil du dich gehen lässt. Ihm sollte man mal eine Lektion erteilen. Erst muss ich nochmal ziehen. Du bleibst da. Rühr dich ja nicht vom Fleck. Oder setzt was wie letztes Mal. Alles klar. Bewege dich nicht. Die Schlampe ist einfach abgehauen. Das hätte schön sein können. Ich soll mich nicht bewegen. Aber gucken kann ich. Mir war egal, wie ich mich fühle. Ich habe alles getan, um sie glücklich zu machen, aber es war ja nicht genug. Ich war nicht gut genug für sie. Die kleine Mistkälte. Es ist alles ihre Schuld. Ich werde ihr Respekt beibringen. Oh, der heizt sich immer mehr auf. Es ist natürlich nicht seine Schuld, dass er den Job verloren hat. Nehme ich mal an. Aber alles andere, was jetzt hier passiert, das ist nur alleine seine Schuld. Weil er sich überhaupt nicht zusammenreißen kann. In keinster Weise. Was hat ihm das Kind getan? Blöd Arsch. Nee. Ja, ich weiß, was ich zu tun habe.
Ich auch. Und das sehen wir, denke ich mal, in der nächsten Folge. Dann werde ich nämlich auch sehr wütend. Ja. Verdammte Lektion. Ja, die erteilen wir dir. Hoffe ich.